Ich bevorzuge es, mit dem Problem kühl und geradeaus zu stellen. Raffinesse funktioniert für mich am besten. Ich bin einfach gerissener als beide Gegner. Ich möchte über etwas anderes reden. Nehmen wir die drei. Smart play for crashing any party involves scavenging yourself up an invite and then dressing to impress. Um eine Feier ordentlich hochgehen zu lassen, sollte man sich selbst eine Einladung ergaunern und sich dann so anziehen, dass man den Eindruck macht. Er streckt die Brust heraus, sein Daumen sind im Feinstoff seines Hemdes festgehakt. Da gib dich eben angemessen. Aus Fort Holstich werden Einladungen verschickt. Und was willst du hinaus? Da gib dich eben angemessen. I, Captain, from stem to stern. I, Captain, vom Vorbau zum Heck. Looking apart in this case means hoisting colors, identifying us as Principi. Sich angemessen zu geben bedeutet in diesem Fall die Flagge zu hissen, die einen als Principi ausweist. Sein linkes Ohr zuckt. I don't have to tell you how dangerous such a bit of fabric can be, if the wrong person catches you flying it. Muss dir wohl nicht sagen, wie gefährlich so ein Stück Stoff sein kann, wenn die falsche Person beobachtet, wie du es hisst. Wie schwer kann es sein, so eine Flagge zu kaufen? Dann greifen wir ein Principi-Schiff an und kapern die Flagge. Wir haben einen Plan, setzen wir ihn in die Tat um. Lass uns einen anderen Plan besprechen. Ich möchte über etwas anderes reden. Die anderen Pläne? Deadlight's a tough coconut to crack. But if not cracking, what a nut's for? Tröstlich ist eine harte Nuss zum Knacken, aber wofür sind Nüsse da, wenn ich zum Knacken? Frontal angreifen! Yeah, if you insist on a straightforward approach, you could always load the old with powder and balls and hope the walls of Deadlight give before your all. Here's hoping you've practiced your breaststroke, savvy. Wenn du auf die direkte Vorgehensweise bestehst, kannst du den Lagerraum natürlich immer mit Pulverkugeln vollballern und hoffen, dass die Mauern der Festung vor deinem Bug nachgeben. Hoffen wir mal, dass du Busschwimmen geübt hast, wenn du verstehst, was ich meine. If you breach the walls, you still got the guards to attend to. Adding to that a mess of pirates in multitudinous states of insobriety. And probably dress. Wenn man die Mauern durchbricht, muss man sich immer noch mit den Wachen herumschlagen und dazu einem Haufen Piraten in unterschiedlicher Trunkenheit und wahrscheinlich auch Kleidung. Wenn du eine Herausforderung suchst, suchen wir vielleicht nach einem Katapult und schicken dich über die Mauer. Spart einem das erneute Reparieren des Schiffs. Das war nicht die schlechteste Idee, die ich in den letzten Minuten gehört habe, Captain. Da reden wir über einen anderen Plan. But if not cracking, what a nutshell. Might be there's a way to sneak inside. Bet we can find a shady spot to tie up a skiff under the veil of night. Then up the walls and over. Quick as you please. Vielleicht gibt es einen Weg, sich hineinzuschleichen. Ich wette, wir können einen schattigen Ort finden, um ein Boot im Dunkeln der Nacht anzubinden. Dann hoch die Mauer und darüber so schnell wie wir können. Sussing out a place to land without being spotted ourselves require Helia's own eyes. Or a spyglass. You've got a spyglass, I hope. Um einen Platz zu finden, an dem man an Land gehen kann und entdeckt zu werden, brauchen wir schon Hyelas Augen selbst. Oder ein Fernrohr. Du hast ein Fernrohr, hoffe ich. Hast du ein Fernrohr? Ja, yeah, sure, used to. Then I made the mistake of lending it to Ferrante. Apparently forgot it weren't his. Sicher hatte ich. Dann habe ich den Fehler gemacht, es Ferrante zu leihen. Hat anscheinend vergessen, dass es nicht ihm gehört. Ein leises Knurren baut sich unterhalb seiner Nörgelei auf. Showed him the S I carved into it and he turned around and told me it stood for spyglass. There's an important lesson to be learned there. You take something to see, you hold grip on it real tight. Hab das S gezeigt, das ich hineingeschnitzt hatte und er dreht sich um und erzählt mir, es stünde für Spionagerohr. Daraus kann man eine wichtige Lektion lernen. Wenn man etwas auf See mitnimmt, muss man es wirklich gut festhalten. Ich habe kein Fernglas. Well, let me recommend you remedy yourself there, Captain. A good spyglass, be like a good lover. Shows you the bits you'd have missed otherwise. Dann lass mich dir empfehlen, dass du das änderst, Captain. Ein gutes Fernrohr wäre ein guter Liebhaber. Zeig dir die Teile, die du sonst nicht sehen würdest. Guess I've never had a good, spyglass. Schätze mal, ich hatte nie ein gutes Fernrohr. Lass uns einen anderen Plan besprechen. Nehmen wir das schlaue Vorgehen. For crashing any party involves scavenging yourself up an invite. And then dress into him. No, Captain, they do not. Also, es werden keine Einladungen verschickt. Nein, Captain, werden sie nicht. Er reibt sich über den Nasenstieg und Looking seufzt. Apart in this case means hoisting colors, identifying. Don't have to tell you how dangerous such a bit of fabric can be, if the wrong person catches you flying it. Wie schwer kann es sein, eine Flagge zu kaufen? Well, Principi captains don't just give up their flags for a few coins.
Nur die Kapitäne der Principe geben ihre Flagge nicht für ein paar Mützen her. Er kratzt sich den Rücken, sein Kopf ist zur Seite geneigt. Nakitaka's Black Market. If there be a Principe flag for sale, it'll be there. Mark it up and relocate every so often to avoid the Royal Guard. We'll just have to find wherever it currently be anchored. Der Schwarzmarkt von Nakitaka. Wenn es eine Principe-Flagge zu kaufen gibt, dann dort. Der Markt wird immer wieder auf und abgebaut, um den Augen der königlichen Wache zu meiden. Wir müssen einfach den Ort finden, an dem er sich aktuell befindet. Und warum klauen wir uns nicht einfach eine Flagge? Swapping cannonballs with my fellow Principe ain't my favorite idea you've ever had. But do what you have to do, Captain. Kanonenkugeln mit einem Principe-Kamerad auszutauschen will ich nicht als meine Lieblingsidee bezeichnen, aber man muss tun, was man tun muss, Captain. Might be tricky to not damage the flag in battle or sink the ship on accident. Wird schwierig sein, die Flagge im Kampf nicht zu beschädigen oder das Schiff aus Versehen zu versenken. Gut, dann tarnen wir uns. Wir haben einen Plan. Looking forward to watching you work. Hi, Captain. Ich freue mich darauf, dir bei der Arbeit zuzusehen. Er reibt seine Handflächen. Also, wir klauen uns auf dem schwarzen Markt eine Fahne. Hat er eigentlich sonst noch was zu sagen? Not to be telling you your business. Deadlight's a tough coconut to crack. But if not cracking, what are nuts for? Ja, da können wir doch mal alles durchgehen. Unser Plan ist ganz gut. Certainly. Gut, jetzt gehen wir mal in den Tempelbezirk. Oder gehe ich erst zum Messing-Zitter? Ich gehe mal erst zur Messing-Zitadelle. Jetzt waren wir wieder eine ganze Aufnahmesession in einem und demselben Gebiet. Naja. Ich habe jetzt auch Rücksprache mit meinen anderen Leuten gehalten, für den Fall, dass ich irgendwelche Quests übersehe. Mit den anderen dreien muss ich an Bord meines Schiffs mal reden. Oder wenn ich sie in meine Gruppe aufnehme. Ja, die Messing-Zitadelle, die heißt nicht umsonst so. What is your business at the Brass Citadel? Halt, was führt dich in die Messing-Zitadelle? Ich habe Hasanuti Karo im Palast getroffen. Ich sehe mich nur ein bisschen um. Runter mit der Waffe, ich gehe, wohin es mir passt. Tut mir leid, jemand hat das Tor offen gelassen. Nehmen wir das erste. You're the Watcher. The one who nearly caused a riot in Queensburg. Du bist der Wächter, der im Angriffplatz der Königin fast seinen Aufstand angezettelt hat. Sein Mund verzieht sich zu einem Grinsen. Grand Secretary Atsura wants to meet you. His office is on the lower level of Imperial Command. Up the stairs. Großsekretär Atsura will dich treffen. Sein Büro ist auf der unteren Ebene der kaiserlichen Kommandozentrale. Die Treppe hoch. Er deutet auf die Treppe. Once you're inside, go downstairs through the room on the right. Sobald du drin bist, geh nach unten durch den Raum zu deiner Rechten. Was ist mit der Hasanui? Her office is at the back of Imperial Command. She is busy organizing other matters. Ihr Büro ist am Ende der kaiserlichen Kommandozentrale. Sie ist damit beschäftigt, andere Dinge zu organisieren. Aber ich bin sicher, dass sie dir eine Audienz gewähren wird. So, wir könnten theoretisch hier. No Valiant Spy is coming through on my watch. I'm a merchant. I have business inside. You want to see our walls, our cannons, our powder house. You must think I'm an idiot. Back, you got one thing right. Das ist der Haupteingang zur Messing-Zitadelle. Da ist das kaiserliche Kommando, die Offizierslounge, Waffenschmiede. Und das Teil ist so saumäßig verteidigt. Ich meine, guckt euch allein schon den Turm an. Kanonenmörser auf den Mauern. Ey, die Valianer sind da nicht so übertrieben. Das Ding ist wirklich eine Zitadelle. Also das Ding anzugreifen, würde ich mir zweimal überlegen. Küstenkanonen, alles aufgestellt. Da ist eine. Der Turm ist voller Kanonen, Mörser überall. Hier sind gerade wohl die Kanonen eingefahren. Also ja, ich bin wirklich erstaunt, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, Teile der Stadt zu gestalten. Gucken wir mal, ob wir uns hier einmischen können.
Eine gut gekleidete Valiaderin und eine junge, entschlossene Wache streiten sich am Tor. Dead Fire Company is a trading company, is it not? And you are on Kahanga soil. You cannot turn me away. Die königliche Todesfeuergesellschaft ist ein Handelsunternehmen, oder etwa nicht? Und ihr befindet euch auf dem Boden der Kahanga. Du kannst mich nicht abweisen. Die Worte der Valiaderin verärgern die Wache nur noch mehr. Ihr Gesicht verfinstert sich und sie knirscht mit den Zähnen. The Brass Citadel and the Royal Dead Fire Company operate under the auspices of the Ranga Nui of Rawatai. Die Messing-Zitadelle und die königliche Todesfeuergesellschaft agieren unter der Schutzherrschaft des Ranga Nui von Rawatai. Sie stach die Schulter und verschränkt in einer steifen Ehrenbezeugung die Unterarme vor der Brust. We answer to him, not to you. And certainly not to some tribal queen of Nekateka. Ihm legen wir Rechenschaft ab. Nicht dir und ganz bestimmt nicht irgendeiner Stammeskönigin von Nekateka. Über was streitet ihr beide euch? Lasst uns alle mal tief durchatmen. Ich bin sicher, wir können uns einigen. Seid ihr beide jetzt endlich mal ruhig? Beneid euch zuzuhören. Dass ihr hier unbehelligt agieren könnt, verdankt ihr Königin Oneska der Zweiten. Zeigt ein wenig mehr Respekt. Über was streitet ihr euch? Die Valianer schicken dauernd ihre Spione hierher, um herumzuschnüffeln, aber nicht mit mir. Selbst während sie mit dir spricht, starrt die Wachhabende die Händlerin finster an. Die Händlerin rollt mit den Augen. I am here to conduct business, not engage in petty power struggles. Und die Rautada denken, dass ihnen alles gehört, sobald sie zwei Steine darauf stapeln. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen und nicht um in kleinliche Machtkämpfe verstrickt zu werden. Ich halte mich da mal raus und mache einen Quicksave vorher. Weil das könnte Reputationsprobleme hervorheben. Gerade wenn ich sie wegschicke, könnte ich wieder Probleme mit den Valiadern kriegen. Oder mit den Nekateka Huana. Wo sind eigentlich die... Ach ja, hier sind jetzt alle Gefährten, alle 7 Stück, 6 beziehungsweise. Wo ist eigentlich die Messing-Zitadelle? Die fehlt noch. Bei Huana und Nekateka sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, lass uns alle mal tief durchatmen. Oh, du bist also einer von denen. Sie verschreckt these die Arme. Are always sending their sp- And these Rawatians think they own- Lass die Händlerin doch passieren. She's up to no good. I know it. Was? Sie führt nichts Gutes im Schild. Ich weiß es. Wie viel Schaden kann sie wirklich anrichten? Nein, du hast einfach kein Vertrauen zu den Valianern. Und sie hat recht. Es ist keine Art, den Außenposten einer Handelsgesellschaft zu führen. Dann lass sie verfolgen und finde heraus, wohin sie geht und wen sie trifft. Ich kann für sie bürgen. Sie wird keine Schwierigkeiten machen. Weggehen, nicht so wichtig. Vergiss, dass ich überhaupt etwas gesagt habe. Nehmen wir mal die 3. Ja, Betrügerei. Betrügerei. Die Wache nickt ihr mit großen Augen zu. Sie hat verstanden. Sie räuspert sich und wendet sich mit einem betonten, grimmigen Blick der Händlerin zu. You may pass. Just stay out of trouble. Du kannst passieren, mach nur keinen Ärger. Aggressive, mein Freund. Sie zieht ihren Hut vor dir und geht dann davon. Ja, das hat aber wohl bei Xoti wegen der Betrügerei Minuspunkte gemacht und bei ihm Pluspunkte. Und da ist die königliche Todesfeuergesellschaft mit dem Spiel jetzt. Nicht speichern. Laden will ich bitte. Wobei, ich kann euch einfach hier drauf... Oder ist das hier? Hier ist Quickload F8. Das will ich jetzt noch lösen, bevor wir dann Save machen. Ich überziehe bei Pillars of Eternity ja sowieso jedes Mal. Oh, ja, durchatmen. And these Rawatians think they own... What? She's up to no good. I know it. Nehmen wir mal die 2. Ein Laut der Frustration kommt tief aus der Wache. But if you're wrong, we're gonna have a talk later. Gut, aber wenn du Unrecht hast, werden wir uns später noch mal unterhalten. Sie starrt dich finster an, bevor dir sie die Valiana durchwinkt. Ruf bei der Valiana hat sich verbessert und das war's. Okay. Ohne dass ich irgendwie...
Ja, was ist, wenn ich für sie bürge? Das will ich auch noch ausprobieren, wenn ich für sie bürge. Oh, these Valiant and these Rawatai. Correct. And how am I supposed to conduct my business? Okay, wie soll ich dann meinen Geschäften nachgehen? Nicht jede Wache ist so standhaft wie sie. Nicht so wichtig. Vergiss, dass ich überhaupt was gesagt habe. Okay. Und was streitet ihr euch? Ich kann für sie bürgen. Ein lauter Frustration, ja. Aggressiv. Jo. Okay, dann belassen wir es mal dabei. Ich hoffe mal, sie wird nicht spionieren. Und wir speichern hier mal. Das ist jetzt dann LP12. LP012. Gespeichert. Und dann sehen wir uns gleich wieder.